Ja, servus. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Gameplay heute bei Mudrunner made by Spin Tires. Wir sind wahrscheinlich immer noch auf der Only Russia Map. Ich habe meinen Tankwagen jetzt mal soweit in Position gefahren. Na? Tankwagen, Tankanhänger. Machen wir den Anhänger erstmal leer. Und erstmal unseren Tatra auftanken quasi. Er ist voll getankt. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir weiterfahren. Was ist das? Haben wir da wieder verlassen? Das ist das Licht. Jetzt, wie soll das denn nahtlos? Wisst ihr, wie es da vorangeht? Hab ich euch wieder mitgenommen, ne? Sparen wir den hin. Haben wir den da an den Hang? Da wollen wir gleich mit dem weiterfahren. Mit dem fahren wir nicht weiter, ne? Ja, hier kurz vielleicht. So, er lenkt ganz schön hart jetzt. Ja, das ist auch genug Platz. Dann kann man den da so stehen lassen erstmal. Und jetzt sind wir so weit weg. Bestimmt zu weit weg, um Motor abstellen. Das Fahrzeug zu wechseln. Also müssen wir die Karte machen. Ja. Und dann können wir eigentlich müssen wir zu unserem Beobachtungspunkt. Und der wäre es da unten vielleicht doch besser, ne? Schauen wir mal. Das ist untenrum besser. Gucken wir mal die Kurven nochmal rum. Jetzt sind wir ja voll getankt. Jetzt können wir wieder unsere Expedition weiterführen. Ne? Was denn knapp da dann? Holzfäller haben wir gemacht, okay. Wird zwar ein wenig schwierig mit unseren Anhängern, aber es wird jetzt auch wurscht. Dann schafft das. Aktiviert und jetzt wird Gas gegeben, weil es das Licht hält. Ich meine, so fahren, ne? Wir können fast ausschalten, als wäre da oben am Werkstatt, ne? Verbrauch immer so gering wie möglich halten und kommen nur am weitesten. Ne? Jawohl, wir fahren direkt drauf zu. Das sieht man schon wieder einfach die Spur unten entlang. Ne? Deckungspunkt freigeschaltet. Können wir da hochschalten? Ja, fast das schönste Bild an. Fünflinge. Ja,
Ahnung, wo es hingeht. Ich fahre schon mal einfach mal drauf zu. Ob es da irgendwo ging. Kopfstelle oben. Für Trucks. Ohne Holzladung dürfen passieren. Ich weiß nicht, ob das mir was bringt, aber ich fahre jetzt einfach mal einen neuen an. Einmal aus rum und kommen zum nächsten Beobachtungspunkt und zur Werkstatt. Das ist doch optimal. Jetzt hätten sie gewollt, dass ich da hinkomme. Monster, ja. Der macht überall durch. Ich habe mich schon wieder in Holz zu laden. Ja, da sitzt der drin, der Rosa. Gas, also ein Unterschied zwischen 17 Liter Verbrauch und 20 Liter Verbrauch. Jetzt muss drauf ankommen, kommt das an. Dann schwamm der nach nass quasi. Ein Ausfahrer. Das sind aber coole Wege, ne? Viel mehr braucht es gar nicht. Beim Kürbis und so haben wir noch nicht entdeckt. Gas geben. Das sind auch mit dem Weg 180 Meter zur nächsten Deckungsstation, oder was? Beobachtungsposten. Also wieder außenrum durchs Wasser wird dort nichts sein. Also müssen die ja einmal drehen. Das sind ja Fahrzeuge. Das ist doch eine Karte jetzt auch gesehen. Oder? Siehst du, mit dem Tankwagen vorbeifahren will, muss ich gleich auftanken können. Die sind schon frei, sonst würde ich sie nicht. Das müsste sie ja jetzt freischalten. Ich glaube nicht. Alter Schwede. Ist das geil, ne? Motor abstellen. Ist das Viech geil da, ne? Fortgeschritten. Dann wechseln wir mal die 538. Er ist leer. Gut zu wissen. Den wollen wir mal hören in der Runde. Mann, das schaffen wir noch. Fortgeschrittener Modus. Schon wechseln. C. Der ist auch leer. Wieso bin ich nicht eher einstiegen? Die haben es doch mir angezeigt da, ne? Ja, also. Der andere raus. Und dann fahren wir den so weit schnell dahin. Komm mal. Bin ich da unten entlang oder da oben entlang? Unten, ne? Vielleicht kommen wir da rüber. Vielleicht den anderen wegmachen. Da könnte es eigentlich ein bisschen seichter sein. Ja. Schauen wir uns hinter uns aus. Ja,
Ja, da kann man doch durchfahren. Da kann man doch durchfahren. Ja, nicht, probieren wir es mal, ne? Ja, man, das Wasser ist zum Fahren gemacht. Ja, ist ja nicht so, sondern so ein Sumpf da, ne? Ich weiß nicht, ne? Anhänger abhängen. Anhänger lösen. Kommen nämlich eher rückwärts wieder raus. Achso. Ich glaube, das ist nicht durchfahren gemacht. Oh. Das ist ein glücklicher Zufall. Also kommen wir doch dann rüber. Na? Aussteigen und einlaufen können wir ja leider nicht, ne? Also müssen wir es so machen. Schüttnermodus, Anhänger anhängen. Ja, gefährlicher Wasserstand. Ja, wenn du es siehst, musst du immer nein. Ich glaube, wir kommen da eh nicht hoch, ja? Ja, jetzt spannend, ob wir da hochkommen. So, und deswegen fahren wir Russenlaster. Könnt nächstes Ding. Boah, Bäume platt gemacht. Oh mein Gott, ne? So tief wird's da hier drüben einfach müssen. Alter, müssen wir den Großen holen. Schau, was man da zusammenbringt. So. Alles kein Problem. Tatra converted. So müssen wir jetzt noch. Ein System Neustart, nein. Vielen Dank. Später. So, einmal unser schönes Windows-System, weil es darauf hingewiesen, dass es dies und das gibt. Ja, vielen Dank. Dann kann ich mit der Straße weiterfahren. Seht zwar jetzt nicht mehr welche. So. So sieht man das auch. So eine Kacke, ja.
ich hole noch schnell. So, da war ja schöne Durchfahrt, bloß ich hab sie verpasst. Ja, immer so schnell. Geguckt. Tag allein. 60 Schaden. Ja. Alter, ist der tief drin. Eine Rettungsaktion noch. Eigentlich, fahren wir gleich vorwärts. Ziehen wir den Wagen rückwärts. Ja, da ist schön. Denkt mir zumindest. So, durch den Ring vorwärts sich ziehen. Vielleicht komme ich da nachher, wo ich mit allen rausgekommen bin. Weil ja, müssen. Genau. Ja, wir haben Force Feedback. Ah, die Bots. Normalerweise hatten wir das bei den Standardfahrzeugen nicht so gemerkt, habe ich gedacht. Motor startet. Und jetzt so stehen. Jawohl. Das ist der andere quasi im Weg, ne? Wir drücken das jetzt drauf. Vielleicht kann man Winde ansetzen, ne? Fortgeschrittener Modus. Ah! Scheiße, Alter. Truck wechseln. Puh, ist das anstrengend, ey. Schlag Schaden gemacht. Sind wir jetzt eigentlich da durch, ne? Dann sind wir weg vom Schuss. Aus dem Schadensniveau. Ja. Ich hab's gewusst, ich hätte einen anderen Anwerkzeugding draufpacken müssen. Ja, sind wir jetzt weit weg. So, das passiert dann also. So, meine lieben Freunde, das war's fürs Erste. Alles andere seht ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschalten wird. Bis dahin, Servus. Haut rein.